Ein Inselreich, abgeschottet von der Außenwelt, mitten im Meer. In Japan entsteht eine eigene Welt mit einer einzigartigen Kultur. Über das ganze Land mit seiner schönen und wilden Natur herrscht ein Mann mit eiserner Hand. Man nennt ihn den Shogun. Sein Wort ist Gesetz und jeder Widerspruch tödlich. Über Jahrhunderte bestimmen Verrat unter den Fürsten und große Heerzüge das Leben in Japan. In diesem Land üben die Samurai, die gefürchtetsten Krieger Asiens, den Schwertkampf. Für sie enthält er eine ganze Welt. Fremde Welt, dieses alte Japan. Über Jahrhunderte hat es sich von der Außenwelt abgeschottet, folgte nur seinen ganz eigenen Regeln und Gesetzen, betrieb die ultimative Antiglobalisierungspolitik. Aber plötzlich, in nur kaum 100 Jahren, mauserte sich das verschlossene Imperium der Samurai zum Industriegiganten, der seine Produkte über die ganze Welt streut. Ja, schauen Sie sich mal um zu Hause. Ob Fernseher oder Spielkonsole, CD-Player, Kamera oder Auto, Sie werden staunen, wo überall Made in Japan draufsteht. Es gab aber eine Zeit, da durfte kein Japaner sein Land verlassen und kein Ausländer es je betreten. So hatten sie beschlossen damals, vor fast 400 Jahren. Um all das zu verstehen, muss man eintauchen in die Geschichte des geheimnisvollen Japan. Und am besten gleich dahin reisen, wo das Herz der alten Macht am heftigsten schlug. Inmitten der alten Stadt Kyoto liegt der Palast des ersten Shogun, abgeschlossen von der Außenwelt. Wer sich diesem Herrscher nähert, der riskiert sein Leben. Nur ausgewählte Diener können dieses Zentrum der Macht betreten. Keiner von ihnen darf Waffen tragen. Wer die strengen Gesetze des Shogun verletzt, der stirbt. Einsam regiert der Shogun als absoluter Herrscher. Sein Wort und sein Wille sind Gesetz. Er und seine Nachkommen herrschen 250 Jahre lang, mehr Göttern gleich als Menschen. Das ganze Land ist ihm untertan. Mehr als 6.500 Inseln inmitten stürmischer See. Ein karges Inselreich, in dem in großen Städten dennoch 30 Millionen Menschen leben. Fast überall durchziehen wohlausgebaute Straßen das Land des Shogun. Und überall zeugen prächtige Bauten vom Reichtum seiner Fürsten. Über die ehernen Gesetze des Herrschers wachen 2 Millionen Samurai, adlige Krieger, mit ihren Schwertern. Und doch gibt es in diesen wilden Landschaften Japans Menschen, die nur ihrem eigenen Weg folgen. Der berühmteste unter ihnen, der Schwertkämpfer Miyamoto Musashi, ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Ruhelos zieht er über die japanischen Inseln, um seine Schwertkunst zu vervollkommnen. Japan, dieses schöne Land, kann sehr gefährlich sein. Japan ist zur Zeit des Shogun ein unvorstellbar grausames und brutales Land. Nur der Härteste überlebt. Wandernde Samurai, Männer wie Musashi, ziehen durchs Land und fordern andere zum Zweikampf auf. Innere Stärke und überragende Kampfkraft waren absolut lebenswichtig. Für einen Schwertkämpfer wie Musashi
zählt nur der Sieg. Wer den Kampf verliert, der verliert auch sein Leben. Musashi muss aufmerksam jeden Blick registrieren, jede verdächtige Bewegung. Er muss ruhig und gelassen sein, auch im Angesicht des nahenden Todes, in jedem Moment seines Lebens. Wenn es zum Kampf kommt, zählt nur noch das Schwert mit tödlicher Konsequenz. Miyamoto Musashi wird keinen seiner 60 Schwertkämpfe verlieren. Sein jahrhundertealter Weg des Kriegers wird noch heute in den Kampfhallen Japans gelehrt. Es ist ein Weg, der die gesamte japanische Kultur durchdrungen hat. Der Meister will die Schüler im Kampf unterrichten, um ihren Geist und ihre Seele zu schulen. Jahrzehntelange Übung ist zur vollkommenen Beherrschung des Schwertes nötig. Immer wieder korrigiert der Meister kleinste Details. Sorgsam zeichnet er alles auf. Er selbst führt ein uraltes Langschwert. Yamakoshi-Sensei, der ehrwürdige Meister Yamakoshi, stammt aus einer alten Samurai-Familie. Viele Jahrzehnte arbeitet er schon am Weg des Schwertes. Für das Verständnis dieses Weges gibt es verschiedene, sehr wichtige Punkte. Es geht dabei nicht einfach darum, ein Schwert zu schwingen, Macht über andere zu gewinnen und sie damit zu beherrschen. Das Wichtigste ist, ganz im Gegenteil, sich selbst im Inneren kennenzulernen, sich zu ändern und für andere zu leben. Das ist der tiefere Sinn unseres Weges. Der Umgang mit dem Schwert verlangt Sorgfalt in allen Details. Wenn er die Klinge seines Schwertes pflegt, nimmt Musashi ein Blatt Papier in den Mund, um nicht mit seinem Atem die Klinge zu verunreinigen. Für ihn ist es keine gewöhnliche Waffe, sondern der Ausdruck einer ganzen Philosophie. Wenn Miyamoto Musashi nicht kämpft, dann malt er zarte Tuschbilder, oft nach Motiven aus der Natur. All seine Beobachtungen, die er auf der Wanderschaft gemacht hat, fließen darin ein. Und all seine einzigartigen Fähigkeiten. Kann man es verstehen? Ein Mann, der 60 Menschen totschlägt, malt ein solches Bild. Lieblich, ja geradezu zärtlich. Ein wirklich romantisches Motiv. Und schauen Sie genau hin, dieser Pinselstrich hier ist gesetzt mit der Präzision eines exakten Schwerthiebs. Ob Pinsel oder Schwert, beide offenbaren das gleiche Talent. Höchste Konzentrationsfähigkeit, härteste Disziplin, das Auge eines Adlers und eine todsichere Hand. In Japan nennt man solche Leute, die Kampf und Kunst verbinden, Kensei. Schwert, heilig. In meinen Augen auch so ein Widerspruch. Schwert und heilig. Wie passt denn das zusammen? Es muss so etwas sein wie eine tiefe kulturelle Sehnsucht. Die extremen Gegensätze des Lebens aufzulösen, indem man sie vereint. Und das beste Sinnbild dafür ist vielleicht tatsächlich das hier. Das Schwert des Samurai. Denn in dieser Klinge sind die Widersprüche regelrecht zusammengeschmiedet. Viel mehr als bloß ein scharfes Messer. Für einen Samurai steckt eine ganze Philosophie darin. Ein Mantel aus härtestem Stahl umhüllt wie eine Tasche einen weichen Metallkern. Immer und immer wieder wurde dieser Mantel geschmiedet. Immer wieder wurde das Eisen umgeschlagen. Eine solche Klinge
lässt sich auf Rasiermesserschärfe schleifen. Der Nachteil? Umso härter der Stahl, umso höher die Gefahr, dass er zersplittert. Der weiche Metallkern beugt diese Gefahr vor. Außerdem ist eine solche Waffe vergleichsweise leicht und lässt sich exakt führen. Weichheit und Härte. In der Waffe der Samurai sind diese Gegensätze zu genialer Einheit verschmolzen. Zu perfekter Harmonie. Es ist die Suche nach Ganzheit. Der Wunsch, dass alles auf dieser Welt in eins zusammengehen möge. Der Versuch, die Ordnung der Natur überall aufzufinden, vor allem im eigenen Herzen. Was ist es, was diese Sehnsucht antreibt? Vielleicht ist es das Land, diese besondere Landschaft, diese zauberhafte, aber immer auch gefährliche Inselwelt Japans. Japan, ein Inselreich. 3000 Kilometer erstreckt es sich von den Subtropen bis in den kühlen Norden. Mehr als 20.000 Kilometer Küste, umgeben von stürmischer See. Durchzogen von Gebirgen, erschüttert von Erdbeben und verheerenden Stürmen. Wer die Inselwelt Japans erlebt, wie der Schwertkämpfer Miyamoto Musashi, der sieht ihre Schönheit und kennt ihren Schrecken. Schon die Begegnung mit einem Samurai kann für andere Menschen das Ende bedeuten. Sollten ihn die Bauern nicht unterwürfig grüßen, darf sie der Samurai mit seinem Schwert erschlagen. So will es das Gesetz des Shogun. Aber Musashi sucht keine Opfer, sondern Erkenntnis. Er ist auf dem Weg zu anderen, tieferen Wahrheiten hinter der Fassade der Welt. Halt und Ruhe finden viele Menschen in den buddhistischen Tempeln. Unter dem Einfluss des Buddhismus, der aus Indien über China schon im 8. Jahrhundert nach Japan gefunden hat, verbinden sich Schwertkampf und Meditation zu einem geistigen Weg. Man nennt ihn Zen. Er soll die Schüler ins Innere führen. Die Zen-Mönche, wie der legendäre Takuan, werden zu Lehrmeistern der Schwertkämpfer. Sie wollen Körper, Geist und Seele zusammenführen und sie von nutzloser Angst befreien. Sie lehren die Achtsamkeit in allen Dingen und werden die japanische Kultur damit tief prägen. Seit damals ziehen die buddhistischen Tempel vieler Schulen die Menschen in Japan an, mit tiefer Versenkung und geheimnisvollen Riten. Die Japaner haben die neue Religion angenommen, ohne dafür mit ihrem alten Glauben zu brechen. So vereinen die Menschen im Reich des Shogun die Lehren des Buddha mit der Verehrung uralter Naturgottheiten. Beide existieren nebeneinander und miteinander. Als der Buddhismus ins Land kam, vereinte man ihn einfach mit der alten Religion, die man Shinto nennt. All die Erdbeben und Stürme, die Japan immer wieder treffen, sah man als Ausdruck göttlicher Kraft, ebenso wie die Schönheit des Landes. Das war die Wurzel des alten Shinto-Glaubens. Schwere und mühsame Arbeit ist es, den lebenswichtigen Reis in diesem kargen Land anzubauen. Die Bewohner Japans sind dabei auf den Beistand der Naturgewalten angewiesen. Nur schwer können die Menschen dem wilden, harten Inselreich das Leben abringen. Zwei Drittel der Fläche Japans sind unfruchtbare und unzugängliche Gebirge. Für die Bauern bedeutet das nie endende Mühe. An zahllosen Schreinen in der Natur verehren sie ihre alten Götter. Sie richten ihre Bitten an heilige Berge, Quellen oder Bäume
und an die Gottheiten, die darin wohnen. So bitten sie um Beistand für ihr schweres tägliches Leben, um Erfolg für ihre Unternehmungen und um Trost für erlittenes Leid. Noch heute folgen Shinto-Priester in den heiligen Schreinen diesem uralten Ritus. Sorgsam reinigen sie sich mit dem Wasser der Quellen, bevor sie den inneren Bezirk des Schreins betreten. Erst danach können sie jenem Gott begegnen, der darin wohnt. Japaner glauben, dass alles eine Seele hat. Dabei ist es nicht wichtig, ob es die Natur ist, ob es Tiere oder Menschen sind. Die Japaner verehren das Leben als den Gott, und da, glaube ich, liegt ein großer Unterschied zu den Europäern. Das möchte ich die Leute unbedingt verstehen lassen. Für die Japaner ist die ganze Welt voll göttlicher Dinge. Das Land, durch das Miyamoto Musashi wandert, ist seinen Bewohnern heilig. Alles darin kann von besonderer Bedeutung sein. Die Menschen, die Natur und selbst die Schönheit eines Sonnenaufgangs über dem von ihnen so sehr verehrten Berg Fuji. Die Sonne, die hinter dem Berg Fuji aufgeht, sie gilt der japanischen Tradition seit alters her als das Heiligste. So heilig, dass nichts anderes auf der Nationalflagge Platz findet als nur das leuchtende Rot der aufgehenden Sonne. Amaterasu, die Sonnengöttin, sie ist Ahnherrin des japanischen Kaiserhauses. So erzählt es der uralte Gründungsmythos. Und der Tenno, der japanische Kaiser, gilt als ihr direkter Abkömmling. Zur Zeit der Shogune lebten die Kaiser wie Gefangene in ihren prächtigen Palästen. Gefangene, die ihre gottgleiche Stellung trotz zahlloser Kriege unbeschadet bewahren konnten, gerade weil sie Gefangene waren des uralten Rituals. Es ist wie ein raffinierter Kniff aus der Trickkiste politischer Überlebenstechnik. Wenn der Kaiser keine politische Macht besitzt, dann kann er sich auch nicht die Finger schmutzig machen. Dann kann er auch nicht stürzen. So ist denn auch Kaiser Hirohito, der einzige besiegte Herrscher des Zweiten Weltkrieges, der Amt und Würde nicht verlor, trotz der politischen Katastrophe, in die er verstrickt war. Er ist übrigens der erste Tenno, der sich filmen ließ. Und diese seltenen Aufnahmen aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts lassen erahnen, was es heißt, Kaiser von Japan zu sein. Politisch weitgehend machtlos, aber vom Volk unendlich verehrt. Das fleischgewordene Symbol der ältesten Dynastie der Welt. Ja, die Enkel der Sonnengöttin sind politisch machtlos, aber gerade deswegen anpassungsfähig in allen Stürmen der Geschichte. Wenn der Schwertmeister Miyamoto Musashi durch Japan zieht, sieht er gewaltige Burgen. Sie zeigen ihm die Macht jener Fürsten, die sie errichtet haben. Hinter ihren mächtigen Mauern verbergen sich streng bewachte Tore, beschützt durch Schießscharten. Musashi folgt einem Labyrinth von Wegen. Überall wäre der eindringende Feind hilflos den Geschossen der Verteidiger ausgesetzt. In diesem Irrgarten aus engen, geneigten Gassen würde jeder Angriff ins Stocken kommen. Im innersten Bereich, hinter eisenbeschlagenen Toren, steht der mächtige Hauptbau mit seinem Steinsockel unerreichbar für jeden Angreifer. Und doch hat die Macht der Fürsten darin nicht überlebt. Jahrhundertelang war Japan zersplittert in viele Fürstentümer.
Mächtige Lokalherrscher, Daimyo genannt, führen Krieg gegeneinander und stecken die Grenzen ihrer Herrschaftsgebiete stets neu ab. Aber am Ende des 16. Jahrhunderts, nach mehr als 100 Jahren Bürgerkrieg, kommt es zum Kampf um die Macht über das ganze Land. Ein Feldherr ist angetreten, das Reich zu einigen. Oda Nobunaga ist der begabteste General seiner Zeit und der skrupelloseste. Mit einer einzigartigen Mischung aus Brutalität und Brillanz wird er alle anderen Fürsten niederringen. Japan steht kurz vor der Vereinigung unter seinem Kommando. Zehntausende Soldaten ziehen für ihn in den Kampf, eine der modernsten Armeen ihrer Zeit. Absoluter Gehorsam und strenge Regeln begleiten sie in die Schlacht. Der Weg der Samurai ist aus dem Chaos und aus der Erfahrung jahrhundertelanger Kriege geboren. Niemand hat die Opfer dieser Kämpfe je gezählt. Allein in der letzten großen Schlacht sollen 40.000 Männer an einem einzigen Tag gefallen sein. Diese großen Schlachten waren mörderisch. Die Samurai kämpften zu Pferd, mit Pfeil und Bogen und zu Fuß, wobei sie ihr Schwert schwangen, Köpfe abhackten und um sich schlugen. Zehntausende Kämpfer waren daran beteiligt und am Ende blieb auf dem Schlachtfeld ein blutiges Massaker. Kein Fürst schläft zu jener Zeit ruhig in seiner Burg. Die stärksten Mauern können ihn nicht beschützen. Zwischen allen Parteien sind Spione in geheimer Mission unterwegs. Sie sind eine unsichtbare, aber tödliche Bedrohung. Sie führen jeden Auftrag aus, gegen Bezahlung und bis zum Tod. Man nennt sie Shinobi oder auch Ninja. In Filmen sehen wir die sogenannten Ninjas oft als Superhelden, die mühelos Burgmauern hochlaufen. In Wirklichkeit waren sie mehr so etwas wie ein Geheimdienst oder eine Spezialeinheit, Undercover-Agenten für hochgefährliche Sachen. Gekämpft wird mit allen Mitteln. In einer Septembernacht des Jahres 1571 lässt Nobunaga, der grausame Fürst, die Hänge des heiligen Berges Hiei anzünden. 3000 Tempel, die aufständischen Mönche und Pilger darin, werden im Feuersturm verbrennen. Nobunaga endet 11 Jahre später in der Gewalt, die er gesät hat. Aber die Macht der Fürsten ist für immer gebrochen. Nie wieder werden sie große Heere unter Waffen versammeln und das Land unter sich aufteilen. Japan wird unter einem Herrscher vereint. In der alten Stadt Kyoto entsteht ein neues Machtzentrum. Sorgsam von der Außenwelt abgeschirmt, entsteht dort eine neue Dynastie. Nur wenige ausgewählte Menschen haben Zugang zum Inneren der Macht. Zu nahe liegt noch die Erinnerung an Morde und Attentate unter den Fürsten. Der kalte Machtmensch Ieyasu aus dem Clan der Tokugawa übernimmt 1603 die Macht über ganz Japan. Er wird der erste Shogun. Er wird sein Land mit eiserner Hand regieren und er wird es vollkommen von der Außenwelt abschließen. Das ist der erste richtige Globalisierungsgegner. Der erste Shogun aus der Familie der Tokugawa. Er hat die Türen zu Japan ziemlich erfolgreich verriegelt und das gleich für die nächsten 250 Jahre. Dabei hat in den Jahrhunderten zuvor gerade der Kontakt zu anderen Völkern das Leben auf den japanischen Inseln geprägt. Besonders der Kontakt zu China und Korea. Das hier ist die japanische Schönschrift. In Japan nennt man diese edlen Schriftzeichen Kanji, das heißt übersetzt chinesische Schrift. Tatsächlich stammt sie auch aus dem alten China. Sie ist nach Japan eingewandert, genau wie die Bevölkerung Japan selbst, die vor Tausenden von Jahren aus China
und Korea kam. Es ist doch wie überall auf der Welt. Irgendwann waren alle Menschen mal Einwanderer, Immigranten. Aber wie es so geht, es kommt die Zeit, da fühlen sich die alten Einwanderer so heimisch, dass sie den Neuen gern die Tür weisen. Das nennt man dann Fremdenfeindlichkeit und die hat oft etwas mit Angst zu tun. Und Angst ist meist irrational. Manchmal kann sie aber auch berechtigt sein. Etwa dann, wenn den Einwanderern ihre Beute ihr schon aus den Augen leuchtet. Und schauen Sie mal auf diesen Globus, der in Nürnberg übrigens hergestellt wurde. Was wusste man denn damals im Westen über die japanische Inselwelt? Nun, das wäre Japan. Und darunter steht, verlockend, auf dieser Insel, da wächst Gold und Gewürzstauden. Tja, wer hat dann schon gerne Zuwanderer, die allein aus diesem Grunde kommen? Sie sind über das Meer gekommen. Mächtige Schiffe mit ihrer seltsamen Besatzung. Um das Jahr 1550 erreichen immer mehr von ihnen die japanischen Gewässer. Die Japaner nennen sie Nanban, südliche Barbaren, nach der Südküste, an der sie zuerst landen. Die bärtigen und hellhaarigen Gestalten haben seltsame Manieren, berichten jene Japaner, die ihnen begegnen. Sind sie willkommene Gäste oder Gefangene in einer fremden und gefährlichen Welt? Die ersten Europäer in Japan können diese Frage nicht beantworten. Sie fühlen sich wie in einem seltsamen und bedrohlichen Traum. Man bringt sie zu den Fürsten jener Gebiete, in denen sie gelandet sind. Eine Gnade, die wenige Japaner je erfahren. Der Fürst zeigt großes Interesse für die Errungenschaften der Fremden. Ausführlich befragt er sie zu ihren Kenntnissen. Seekarten, Navigation, Erkenntnisse der Wissenschaft, alles ist interessant und neu. Die Fürsten erlauben ihnen sogar die Ausübung ihres christlichen Glaubens. Die Missionare aber, die bald in ihrem Eifer durch das Land ziehen, werden nicht sehr freundlich aufgenommen. Ihre Arbeit wird für die Europäer und die von ihnen bekehrten Japaner schwerwiegende Folgen haben. Und doch scheint es ihnen, als könnten sie Japan in ein christliches Land verwandeln. Es gab schon eine ganze Zahl von Japanern, die zum Christentum bekehrt wurden, die sich von der ganzen blutigen Epoche abwenden wollten. Aber die Idee der Missionare, ganz Japan zu bekehren, war einfach lächerlich. Dazu war der alte Glaube viel zu fest verankert. Das Interesse der Fürsten gilt stets den Waffen der Europäer, nicht ihrer Religion. Nach nur wenigen Jahren haben japanische Waffenschmiede die neuartigen Feuerrohre in großen Mengen nachgebaut, bis ins kleinste Detail. Aber nun, nach dem letzten Gefecht, werden die Fremden nicht mehr gebraucht. Die Europäer werden vertrieben und jene Christen, die ihren Glauben nicht abschwören, 1613 in einer eiskalten politischen Wende grausam ermordet. Der Shogun spielte seine politischen Karten vollendet aus. Denn indem er die Missionare vertrieb und die Europäer rauswarf, verschloss er das Land für Einfluss von außen. Und das bedeutete, dass Japan noch jahrhundertelang unabhängig blieb. Der Shogun und seine Berater haben eine endgültige Entscheidung getroffen, die in der Geschichte einzigartig ist. Noch einmal befragt der Shogun seine Fürsten. Die Fremden seien eine Gefahr, meinen die Berater. Ihre Waffen könnten sich auch gegen den Shogun wenden. Keine Fremden sollten mehr ins Land kommen. Kein Japaner es mehr verlassen, verkündet der Shogun. Feuerwaffen würden abgeschafft und der Bau von Hochseeschiffen wird verboten. Ein Inselreich, mitten im Meer gelegen, gibt von einem Tag auf den anderen die Seefahrt auf, verzichtet freiwillig auf seine Marine. Das ist ziemlich einmalig in der gesamten Weltgeschichte. Aber es macht Sinn. Der volle Erfolg dieser radikalen Reformpolitik
gibt dem Shogun ja irgendwie recht. Der innere Friede wird von den Millionenheer der furchterregenden Samurai gewährleistet. Und der Veränderung von außen wird einfach ein Riegel vorgeschoben. Wandel durch Handel findet einfach nicht statt. Und das Land, es blüht tatsächlich auf. Wer wie Miyamoto Musashi durch das Land des Shogun wandert, der geht über wohl ausgebaute Straßen. Sie führen ihn nach Edo, das man heute als Tokio kennt, in die neue Hauptstadt des Shogun. Dort trifft man Menschen aller Klassen. Miyamoto Musashi sieht die Zeichen einer neuen Zeit. Wohin er auch sieht, überall ist Frieden. Und überall in den Straßen von Edo findet man die Läden der Kaufleute. Sie bedienen sich der modernsten Methoden der Buchführung und der Rechenkunst. Ihr Geschäftssinn ist weithin bekannt. Jeder Kunde, der in ihren Laden kommt, darf freundlichen Empfang und ein reiches Angebot erwarten. In diesen kleinen Läden beginnt der Aufstieg Japans zur Wirtschaftsmacht. Sie verkaufen Tuche und alle anderen Waren des täglichen Bedarfs. Dabei werden manche dieser Händler zu den Gründungsvätern großer Industriekonzerne. Die Zeit der Schwertkämpfer geht auf den Straßen von Edo ihrem Ende entgegen. Schon bald wird diese Stadt mit über 1 Million Einwohnern die größte Metropole der Welt sein. Edo ist das Symbol für die Macht der Shogune und das unbestrittene Zentrum des ganzen Inselreichs. Eine Großstadt, erbaut aus Stein, Holz und Papier. Bis zum Horizont reicht das endlose Häusermeer dieses heimlichen Weltwunders. Edo war eines der unbekannten Weltwunder. Aus den Briefen der ersten Europäer, die diese Stadt sahen, kann man ihr Erstaunen herauslesen. Sie beschrieben Tempel, Schreine, Lustgärten und Paläste. Es gab in Edo alles, einfach alles. Und doch ist diese wunderbare Stadt stets von Katastrophen bedroht. Überall stehen die Türme der Brandwächter. Sie halten Ausschau nach Brandherden, die in den Bauten aus Holz und Papier einen Feuersturm entfachen können. Dann gibt der Feuerwächter Alarm, um die Bürger zu warnen und die Feuerwehr zum Einsatz zu rufen. Oft aber kommt jede Hilfe zu spät. Es ist eine vergängliche Welt und die Menschen, die in ihr leben, sind sich dessen sehr bewusst. Jene angenehme Kultur der Zerstreuung, die zur selben Zeit in den Gasthäusern und Palästen entsteht, nennen sie die fließende Welt. Dort vergisst man alle Gefahren. Dort geht es um Schönheit, um Anmut und Poesie, um Genuss und Sinnlichkeit. Unter der Herrschaft des Shogun entsteht so eine raffinierte Welt des Vergnügens, eine ganz eigene Kultur des gesteigerten Genießens. Für die wenigen Reichen, die sich das leisten können. Mit Tanz, Plauderei und Gesang unterhalten die berühmten Kurtisanen ihre Kunden. Ihre ganze Erziehung zielt darauf ab, gefällig und unterhaltend zu sein. Ihre Fähigkeiten werden hoch geschätzt. Die Kultur jener Zeit wird Japan tief prägen, bis zum heutigen Tag. Auch wir haben heute noch was von dieser ganz eigenen Genusskultur, die sich über Jahrhunderte nur mit sich selbst beschäftigt hat. Und wissen Sie, was das ist? Ja, Sushi. Das einfache Grundnahrungsmittel Reis wird da in unendlichen Varianten verfeinert. Und das Auge isst mit. Dieser Slogan könnte wirklich von einem Shogun kommen. Und für den wäre es auch eine Horrorvorstellung, zum Tee kochen ein Beutelchen für 3 Minuten in heißes Wasser zu tun.
Teezubereitung ist für ihn eine Zeremonie, ein heiliges Ritual. Es war das absolute Gegenteil zu einer Fast-Food-Kultur, das die Japaner in ihrer Weltabgewandtheit entwickelten. Die Entdeckung der Langsamkeit, die Entdeckung eines ganz eigenen, ästhetischen Lebensstils. Aber Sie wissen ja, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Damals war es dieses Schiff, ein amerikanisches Dampfkriegsschiff, das im Juli 1853 die Küste Japans erreichte, mit modernsten Kanonen an Bord. Die Botschaft war einfach: Handelt mit uns oder wir schießen. 1854. Im Hafen von Yokohama wartet ein amerikanischer Marineoffizier. In dieser Nacht soll er eine geheime Botschaft erhalten. Der Überbringer ist ein junger Samurai, der damit sein Leben riskiert. Denn noch immer ist es verboten, mit Ausländern in Kontakt zu treten. Höflich trägt er seine Bitte vor. Er wolle an Bord des Schiffes mit nach Amerika fahren. Dann übergibt er seine Botschaft. Er wolle von den Fremden lernen, schreibt der junge Mann darin. Für den Amerikaner, der ihn nicht versteht, bleibt diese Begegnung ein Rätsel. Wegen dieser Tat wird der junge Japaner wenig später festgenommen und von den Behörden des Shogun mit dem Tode bestraft. Geschickt hat ihn sein Lehrmeister, ein Samurai aus alter Familie. Sakuma Shosan ist ein eigenartiger, fast fanatischer Mann. Statt den Schwertkampf zu üben, studiert er heimlich westliches Wissen. Seit einiger Zeit hat er sich den Rätseln modernster Technik verschrieben, besonders der Elektrizität, deren Phänomene er mit Hilfe übersetzter westlicher Bücher gründlich untersucht. Den Maschinen, die er und seine Zeitgenossen dabei schaffen, widmet sich heute der Karakuri-Meister Higashino Sumuzu. Zahnräder und Getriebe setzen einen komplizierten Mechanismus in Gang. Ein Bogenschütze, ein Samurai, getrieben von einem Räderwerk. Er spannt den Bogen, visiert und trifft. Ausdruck und komplexe Bewegungsabläufe dieser Maschine aus dem 19. Jahrhundert erinnern an modernste Roboter. Auch wenn unsere Robotertechnik heute ausgezeichnet ist, sind diese alten Maschinen doch sehr schwer nachzubauen. Damals hatte man in Japan für diese komplizierten Mechanismen nur Holz, Bambus und ein wenig Metall. Das Ganze wurde von einfachen Federwerken angetrieben. Trotzdem sind diese Maschinen direkte Vorläufer unserer heutigen Industrietechnik. Sakuma Shosan lebt in einer Zeit des Übergangs. Die Herrschaft des Shogun ist schwach und die neuen Erkenntnisse lassen sich nicht mehr zurückdrängen. Shosan will wie viele andere Samurai mit Technik und Erneuerung Japan stärken. Dabei hat er sich viele Feinde gemacht. Sie wollen die alte Ordnung vor jeder Veränderung schützen. An einem warmen Sommertag im Juli 1864 geht Shosan seinem Ende entgegen. Er wird von einer Gruppe Samurai angegriffen und niedergeschlagen. Aber sein Tod wird die Entwicklung Japans nicht aufhalten. Seltenes Filmmaterial, gedreht nur 30 Jahre später. 1867 endet die Herrschaft der Shogune. Kaiserhaus und Beamte übernehmen die Macht. Japan gerät in Bewegung. Im späten 19. Jahrhundert öffnete sich dieses verbotene Land. Es modernisierte und bewaffnete sich. Das bereitete den Weg für einen neuen Imperialismus. Die europäischen Mächte bemerkten gar nicht, dass Japan eine starke militärische und wirtschaftliche Macht geworden war. 1894. Japanische Truppen auf dem Vormarsch. Auf Geheiß des Kaisers und seiner Generäle beginnt die japanische Armee eine Reihe von siegreichen Feldzügen.
Auf dem Festland kämpft sie gegen das chinesische Kaiserreich um die Vorherrschaft in Korea, das zur japanischen Kolonie wird. Überall bleiben die Waffen der Japaner siegreich. 1905. Die hochmoderne japanische Flotte kämpft auf hoher See gegen die Marine Russlands. Sie siegt durch Torpedos und überlegene Geschütze. Es ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Aus einem Heer von Samurai ist eine moderne Armee entstanden. Die Industrialisierung hat längst das ganze Land erobert. Immer mehr Fabriken entstehen, bis Made in Japan zum Begriff wird. Die Suche nach knappen Rohstoffen, nach einem Reich in Übersee, führt die Japaner zu immer weiterer Aufrüstung und zur Militärherrschaft. Langsam gewinnt das Land das Angesicht eines totalitären Regimes. Der grausame Eroberungsfeldzug auf dem Festland gegen die chinesische Mandschurei wird im asiatischen Teil des Zweiten Weltkriegs münden, mit all seiner sinnlosen Zerstörung. Chaos und Zerstörung der alten gesellschaftlichen Ordnung, das sind im 19. Jahrhundert die sozialen Folgen des Kontakts mit dem Westen. Die Macht der Shogune ist nun Geschichte. Ebenso wie ihre Politik von vorvorgestern, die Politik der Abschottung. Und wenn sich die Grundlagen einer Gesellschaft so radikal ändern, dann wird auch das, was von der Tradition noch übrig bleibt, entweder ein Fall fürs Museum oder es wird falsch. Diese jungen Männer sind sozusagen gefälschte Samurai. Gefälscht deshalb, weil ihre Generäle ihnen nur eingeredet haben, dass sie Opfer, so edel sei wie das der alten Schwertkämpfer, die wenigstens daran glaubten. Samurai, das ist nur noch ein Propagandawort. In einem längst verlorenen Krieg sollen sich diese Kamikaze-Flieger auf amerikanische Schiffe stürzen. Die Generäle rufen ihre Soldaten zum kollektiven Selbstmord auf. Wirklich menschenverachtend. Ist das der Weg der Erkenntnis, den einst der erste Samurai empfahl? Zwei Atombomben beenden im August 1945 endgültig den Irrsinn des Weltkrieges. Und es scheint wie eine grausige Revanche der Geschichte. Der Weg in die Isolation hat Japan zunächst über Jahrhunderte erfolgreich geschützt. Die Entfremdung des Landes von der übrigen Welt aber hat sich dann zuletzt in einem furchtbaren Schlag entladen. Zu anderen Völkern das Leben auf den japanischen Inseln geprägt. Besonders der Kontakt zu China und Korea. Das hier ist die japanische Schönschrift. In Japan nennt man diese edlen Schriftzeichen Kanji, das heißt übersetzt chinesische Schrift. Tatsächlich stammt sie auch aus dem alten China. Sie ist nach Japan eingewandert, genau wie die Bevölkerung Japan selbst, die vor Tausenden von Jahren aus China und Korea kam. Es ist doch wie überall auf der Welt. Irgendwann waren alle Menschen einmal Einwanderer, Immigranten. Aber wie es so geht, es kommt die Zeit, da fühlen sich die alten Einwanderer so heimisch, dass sie den Neuen gern die Tür weisen. Das nennt man dann Fremdenfeindlichkeit und die hat oft etwas mit Angst zu tun. Und Angst ist meist irrational. Manchmal kann sie aber auch berechtigt sein. Etwa dann, wenn den Einwanderern ihre Beute ihr schon aus den Augen leuchtet. Und schauen Sie mal auf diesen Globus, der in Nürnberg übrigens hergestellt wurde. Was wusste man denn damals im Westen über die japanische Inselwelt? Nun, das wäre Japan. Und darunter steht, verlockend, auf dieser Insel, da wächst Gold und Gewürzstauden. Tja,
Wer hat denn schon gerne Zuwanderer, die allein aus diesem Grunde kommen? Sie sind über das Meer gekommen. Mächtige Schiffe mit ihrer seltsamen Besatzung. Um das Jahr 1550 erreichen immer mehr von ihnen die japanischen Gewässer. Die Japaner nennen sie Nanban, südliche Barbaren, nach der Südküste, an der sie zuerst landen. Die bärtigen und hellhaarigen Gestalten haben seltsame Manieren, berichten jene Japaner, die ihnen begegnen. Sind sie willkommene Gäste oder Gefangene in einer fremden und gefährlichen Welt? Die ersten Europäer in Japan können diese Frage nicht beantworten. Sie fühlen sich wie in einem seltsamen und bedrohlichen Traum. Man bringt sie zu den Fürsten jener Gebiete, in denen sie gelandet sind. Eine Gnade, die wenige Japaner je erfahren. Der Fürst zeigt großes Interesse für die Errungenschaften der Fremden. Ausführlich befragt er sie zu ihren Kenntnissen. Seekarten, Navigation, Erkenntnisse der Wissenschaft, alles ist interessant und neu. Die Fürsten erlauben ihnen sogar die Ausübung ihres christlichen Glaubens. Die Missionare aber, die bald in ihrem Eifer durch das Land ziehen, werden nicht sehr freundlich aufgenommen. Wegen dieser Tat wird der junge Japaner wenig später festgenommen und von den Behörden des Shogun mit dem Tode bestraft. Geschickt hat ihn sein Lehrmeister, ein Samurai aus alter Familie. Sakuma Shosan ist ein eigenartiger, fast fanatischer Mann. Statt den Schwertkampf zu üben, studiert er heimlich westliches Wissen. Seit einiger Zeit hat er sich den Rätseln modernster Technik verschrieben, besonders der Elektrizität, deren Phänomene er mit Hilfe übersetzter westlicher Bücher gründlich untersucht. Den Maschinen, die er und seine Zeitgenossen dabei schaffen, widmet sich heute der Karakuri-Meister Higashino Sumuzu. Zahnräder und Getriebe setzen einen komplizierten Mechanismus in Gang. Ein Bogenschütze, ein Samurai, getrieben von einem Räderwerk. Er spannt den Bogen, visiert und trifft. Ausdruck und komplexe Bewegungsabläufe dieser Maschine aus dem 19. Jahrhundert erinnern an modernste Roboter. Auch wenn unsere Robotertechnik heute ausgezeichnet ist, sind diese alten Maschinen doch sehr schwer nachzubauen. Damals hatte man in Japan für diese komplizierten Mechanismen nur Holz, Bambus und ein wenig Metall. Das Ganze wurde von einfachen Federwerken angetrieben. Trotzdem sind diese Maschinen direkte Vorläufer unserer heutigen Industrietechnik. Sakuma Shosan lebt in einer Zeit des Übergangs. Die Herrschaft des Shogun ist schwach und die neuen Erkenntnisse lassen sich nicht mehr zurückdrängen. Shosan will wie viele andere Samurai mit Technik und Erneuerung Japan stärken. Dabei hat er sich viele Feinde gemacht. Sie wollen die alte Ordnung vor jeder Veränderung schützen. An einem warmen Sommertag im Juli 1864 geht Shosan seinem Ende entgegen. Er wird von einer Gruppe Samurai angegriffen und niedergeschlagen. Aber sein Tod wird die Entwicklung Japans nicht aufhalten. Seltenes Filmmaterial, gedreht nur 30 Jahre später. 1867 endet die Herrschaft der Shogune. Kaiserhaus und Beamte übernehmen die Macht. Japan gerät in Bewegung. Im späten 19. Jahrhundert öffnete sich dieses verbotene Land. Es modernisierte und bewaffnete sich. Das bereitete den Weg für einen neuen Imperialismus. In der Waffe der Samurai sind diese Gegensätze zu genialer Einheit verschmolzen, zu perfekter Harmonie. Es ist die Suche nach Ganzheit, der Wunsch, dass alles auf dieser Welt in eins
zusammengehen möge. Der Versuch, die Ordnung der Natur überall aufzufinden, vor allem im eigenen Herzen. Was ist es, was diese Sehnsucht antreibt? Vielleicht ist es das Land, diese besondere Landschaft, diese zauberhafte, aber immer auch gefährliche Inselwelt Japans. Japan, ein Inselreich. 3000 Kilometer erstreckt es sich von den Subtropen bis in den kühlen Norden. Mehr als 20.000 Kilometer Küste, umgeben von stürmischer See. Durchzogen von Gebirgen, erschüttert von Erdbeben und verheerenden Stürmen. Wer die Inselwelt Japans erlebt, wie der Schwertkämpfer Miyamoto Musashi, der sieht ihre Schönheit und kennt ihren Schrecken. Schon die Begegnung mit einem Samurai kann für andere Menschen das Ende bedeuten. Sollten ihn die Bauern nicht unterwürfig grüßen, darf sie der Samurai mit seinem Schwert erschlagen. So will es das Gesetz des Shogun. Aber Musashi sucht keine Opfer, sondern Erkenntnis. Er ist auf dem Weg zu anderen, tieferen Wahrheiten hinter der Fassade der Welt. Halt und Ruhe finden viele Menschen in den buddhistischen Tempeln. Unter dem Einfluss des Buddhismus, der aus Indien über China schon im 8. Jahrhundert nach Japan gefunden hat, verbinden sich Schwertkampf und Meditation zu einem geistigen Weg. Man nennt ihn Zen. Er soll die Schüler ins Innere führen. Die Zen-Mönche, wie der legendäre Takuan, werden zu Lehrmeistern der Schwertkämpfer. Sie wollen Körper, Geist und Seele zusammenführen und sie von nutzloser Angst befreien. Sie lehren die Achtsamkeit in allen Dingen und werden die japanische Kultur damit tief prägen. Seit damals ziehen die buddhistischen Tempel vieler Schulen die Menschen in Japan an, mit tiefer Versenkung und geheimnisvollen Riten. Für die Japaner ist die ganze Welt voll göttlicher Dinge. Das Land, durch das Miyamoto Musashi wandert, ist seinen Bewohnern heilig. Alles darin kann von besonderer Bedeutung sein. Die Menschen, die Natur und selbst die Schönheit eines Sonnenaufgangs über dem von ihnen so sehr verehrten Berg Fuji. Die Sonne, die hinter dem Berg Fuji aufgeht, sie gilt der japanischen Tradition seit alters her als das Heiligste. So heilig, dass nichts anderes auf der Nationalflagge Platz findet als nur das leuchtende Rot der aufgehenden Sonne. Amaterasu, die Sonnengöttin, sie ist Ahnherrin des japanischen Kaiserhauses. So erzählt es der uralte Gründungsmythos. Und der Tenno, der japanische Kaiser, gilt als ihr direkter Abkömmling. Zur Zeit der Shogune lebten die Kaiser wie Gefangene in ihren prächtigen Palästen. Gefangene, die ihre gottgleiche Stellung trotz zahlloser Kriege unbeschadet bewahren konnten, gerade weil sie Gefangene waren des uralten Rituals. Es ist wie ein raffinierter Kniff aus der Trickkiste politischer Überlebenstechnik. Wenn der Kaiser keine politische Macht besitzt, dann kann er sich auch nicht die Finger schmutzig machen. Dann kann er auch nicht stürzen. So ist denn auch Kaiser Hirohito, der einzige besiegte Herrscher des Zweiten Weltkrieges, der Amt und Würde nicht verlor, trotz der politischen Katastrophe, in die er verstrickt war. Er ist übrigens der erste Tenno, der sich filmen ließ. Und diese seltenen Aufnahmen aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts lassen erahnen, was es heißt, Kaiser von Japan zu sein. Politisch weitgehend machtlos, aber vom Volk unendlich verehrt.
das fleischgewordene Symbol der ältesten Dynastie der Welt. Ja, die Enkel der Sonnengöttin sind politisch machtlos, aber gerade deswegen anpassungsfähig in allen Stürmen der Geschichte. Wenn der Schwertmeister Miyamoto Musashi durch Japan zieht, sieht er gewaltige Burgen. Sie zeigen ihm die Macht jener Fürsten, die sie errichtet haben. Hinter ihren mächtigen Mauern verbergen sich streng bewachte Tore, ja, das zur japanischen Kolonie wird. Überall bleiben die Waffen der Japaner siegreich. 1905. Die hochmoderne japanische Flotte kämpft auf hoher See gegen die Marine Russlands. Sie siegt durch Torpedos und überlegene Geschütze. Es ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Aus einem Heer von Samurai ist eine moderne Armee entstanden. Die Industrialisierung hat längst das ganze Land erobert. Immer mehr Fabriken entstehen, bis Made in Japan zum Begriff wird. Die Suche nach knappen Rohstoffen, nach einem Reich in Übersee, führt die Japaner zu immer weiterer Aufrüstung und zur Militärherrschaft. Langsam gewinnt das Land das Angesicht eines totalitären Regimes. Der grausame Eroberungsfeldzug auf dem Festland gegen die chinesische Mandschurei wird im asiatischen Teil des Zweiten Weltkriegs münden, mit all seiner sinnlosen Zerstörung. Chaos und Zerstörung der alten gesellschaftlichen Ordnung, das sind im 19. Jahrhundert die sozialen Folgen des Kontakts mit dem Westen. Die Macht der Shogune ist nun Geschichte. Ebenso wie ihre Politik von vorgestern, die Politik der Abschottung. Und wenn sich die Grundlagen einer Gesellschaft so radikal ändern, dann wird auch das, was von der Tradition noch übrig bleibt, entweder ein Fall fürs Museum oder es wird falsch. Diese jungen Männer sind sozusagen gefälschte Samurai. Gefälscht deshalb, weil ihre Generäle ihnen nur eingeredet haben, dass sie Opfer so edel sei wie das der alten Schwertkämpfer, die wenigstens daran glaubten. Samurai, das ist nur noch ein Propagandawort. In einem längst verlorenen Krieg sollen sich diese Kamikaze-Flieger auf amerikanische Schiffe stürzen. Die Generäle rufen ihre Soldaten zum kollektiven Selbstmord auf. Wirklich menschenverachtend. Ist das der Weg der Erkenntnis, den einst der erste Samurai empfahl? Zwei Atombomben beenden im August 1945 endgültig den Irrsinn des Weltkrieges. Und es scheint wie eine grausige Revanche der Geschichte. Der Weg in die Isolation hat Japan zunächst über Jahrhunderte erfolgreich geschützt. Die Entfremdung des Landes von der übrigen Welt aber hat sich dann zuletzt in einem furchtbaren Schlag entladen. Bluter Herrscher. Sein Wort und sein Wille sind Gesetz. Er und seine Nachkommen herrschen 250 Jahre lang, mehr Göttern gleich als Menschen. Das ganze Land ist ihm untertan. Mehr als 6.500 Inseln inmitten stürmischer See. Ein karges Inselreich, in dem in großen Städten dennoch 30 Millionen Menschen leben. Fast überall durchziehen wohl ausgebaute Straßen das Land des Shogun. Und überall zeugen prächtige Bauten vom Reichtum seiner Fürsten. Über die ehernen Gesetze des Herrschers wachen 2 Millionen Samurai, adlige Krieger, mit ihren Schwertern. Und doch gibt es in diesen wilden Landschaften Japans Menschen, die nur ihrem eigenen Weg folgen. Der berühmteste unter ihnen, der Schwertkämpfer Miyamoto Musashi, ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Ruhelos zieht er über die japanischen Inseln, um seine Schwertkunst zu vervollkommnen. Japan, dieses schöne Land, kann sehr gefährlich sein.
Japan ist zur Zeit des Shogun ein unvorstellbar grausames und brutales Land. Nur der Härteste überlebt. Wandernde Samurai, Männer wie Musashi, ziehen durchs Land und fordern andere zum Zweikampf auf. Innere Stärke und überragende Kampfkraft waren absolut lebenswichtig. Für einen Schwertkämpfer wie Musashi zählt nur der Sieg. Wer den Kampf verliert, der verliert auch sein Leben. Musashi muss aufmerksam jeden Blick registrieren, jede verdächtige Bewegung. Er muss ruhig und gelassen sein, auch im Angesicht des nahenden Todes, in jedem Moment seines Lebens. Wenn es zum Kampf kommt, zählt nur noch das Schwert mit tödlicher Konsequenz. Miyamoto Musashi wird keinen seiner 60 Schwertkämpfe verlieren. Sein jahrhundertealter Weg des Kriegers wird noch heute in den Kampfhallen Japans gelehrt. Es ist ein Weg, der die gesamte japanische Kultur durchdrungen hat. Der Meister will die Schüler im Kampf unterrichten, um ihren Geist und ihre Seele zu schulen. Jahrzehntelange Übung ist zur vollkommenen Beherrschung des Schwertes nötig. Immer wieder korrigiert der Meister kleinste Details und geheimnisvollen Riten. Die Japaner haben die neue Religion angenommen, ohne dafür mit ihrem alten Glauben zu brechen. So vereinen die Menschen im Reich des Shogun die Lehren des Buddha mit der Verehrung uralter Naturgottheiten. Beide existieren nebeneinander und miteinander. Als der Buddhismus ins Land kam, vereinte man ihn einfach mit der alten Religion, die man Shinto nennt. All die Erdbeben und Stürme, die Japan immer wieder treffen, sah man als Ausdruck göttlicher Kraft, ebenso wie die Schönheit des Landes. Das war die Wurzel des alten Shinto-Glaubens. Schwere und mühsame Arbeit ist es, den lebenswichtigen Reis in diesem kargen Land anzubauen. Die Bewohner Japans sind dabei auf den Beistand der Naturgewalten angewiesen. Nur schwer können die Menschen dem wilden, harten Inselreich das Leben abringen. Zwei Drittel der Fläche Japans sind unfruchtbare und unzugängliche Gebirge. Für die Bauern bedeutet das nie endende Mühe. An zahllosen Schreinen in der Natur verehren sie ihre alten Götter. Sie richten ihre Bitten an heilige Berge, Quellen oder Bäume und an die Gottheiten, die darin wohnen. So bitten sie um Beistand für ihr schweres tägliches Leben, um Erfolg für ihre Unternehmungen und um Trost für erlittenes Leid. Noch heute folgen Shinto-Priester in den heiligen Schreinen diesem uralten Ritus. Sorgsam reinigen sie sich mit dem Wasser der Quellen, bevor sie den inneren Bezirk des Schreins betreten. Erst danach können sie jenem Gott begegnen, der darin wohnt. Japaner glauben, dass alles eine Seele hat. Dabei ist es nicht wichtig, ob es die Natur ist, ob es Tiere oder Menschen sind. Die Japaner verehren das Leben als den Gott, und da, glaube ich, liegt ein großer Unterschied zu den Europäern. Das möchte ich die Leute unbedingt verstehen lassen. Für die Japaner ist die ganze Welt voll göttlicher Dinge. Das Land, durch das Miyamoto Musashi wandert, ist seinen Bewohnern heilig. Es war das absolute Gegenteil zu einer Fast-Food-Kultur, was die Japaner in ihrer Weltabgewandtheit entwickelten.
Die Entdeckung der Langsamkeit, die Entdeckung eines ganz eigenen, ästhetischen Lebensstils. Aber Sie wissen ja, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Damals war es dieses Schiff, ein amerikanisches Dampfkriegsschiff, das im Juli 1853 die Küste Japans erreichte, mit modernsten Kanonen an Bord. Die Botschaft war einfach: Handelt mit uns oder wir schießen. 1854. Im Hafen von Yokohama wartet ein amerikanischer Marineoffizier. In dieser Nacht soll er eine geheime Botschaft erhalten. Der Überbringer ist ein junger Samurai, der damit sein Leben riskiert. Denn noch immer ist es verboten, mit Ausländern in Kontakt zu treten. Höflich trägt er seine Bitte vor. Er wolle an Bord des Schiffes mit nach Amerika fahren. Dann übergibt er seine Botschaft. Er wolle von den Fremden lernen, schreibt der junge Mann darin. Für den Amerikaner, der ihn nicht versteht, bleibt diese Begegnung ein Rätsel. Wegen dieser Tat wird der junge Japaner wenig später festgenommen und von den Behörden des Shogun mit dem Tode bestraft. Geschickt hat ihn sein Lehrmeister, ein Samurai aus alter Familie. Sakuma Shosan ist ein eigenartiger, fast fanatischer Mann. Statt den Schwertkampf zu üben, studiert er heimlich westliches Wissen. Seit einiger Zeit hat er sich den Rätseln modernster Technik verschrieben, besonders der Elektrizität, deren Phänomene er mit Hilfe übersetzter westlicher Bücher gründlich untersucht. Den Maschinen, die er und seine Zeitgenossen dabei schaffen, widmet sich heute der Karakuri-Meister Higashino Sumuzu. Zahnräder und Getriebe setzen einen komplizierten Mechanismus in Gang. Ein Bogenschütze, ein Samurai, getrieben von einem Räderwerk. Er spannt den Bogen, visiert und trifft. Ausdruck und komplexe Bewegungsabläufe dieser Maschine aus dem 19. Jahrhundert erinnern an modernste Roboter. Auch wenn unsere Robotertechnik heute ausgezeichnet ist, sind diese alten Maschinen doch sehr schwer nachzubauen. Damals hatte man in Japan für diese komplizierten Mechanismen nur Holz, Bambus und ein wenig Metall. Das Ganze wurde von einfachen Fäden so sehr verehrten Berg Fuji. Die Sonne, die hinter dem Berg Fuji aufgeht, sie gilt der japanischen Tradition seit alters her als das Heiligste. So heilig, dass nichts anderes auf der Nationalflagge Platz findet als nur das leuchtende Rot der aufgehenden Sonne. Amaterasu, die Sonnengöttin, sie ist Ahnherrin des japanischen Kaiserhauses. So erzählt es der uralte Gründungsmythos. Und der Tenno, der japanische Kaiser, gilt als ihr direkter Abkömmling. Zur Zeit der Shogune lebten die Kaiser wie Gefangene in ihren prächtigen Palästen. Gefangene, die ihre gottgleiche Stellung trotz zahlloser Kriege unbeschadet bewahren konnten, gerade weil sie Gefangene waren des uralten Rituals. Es ist wie ein raffinierter Kniff aus der Trickkiste politischer Überlebenstechnik. Wenn der Kaiser keine politische Macht besitzt, dann kann er sich auch nicht die Finger schmutzig machen. Dann kann er auch nicht stürzen. So ist denn auch Kaiser Hirohito, der einzige besiegte Herrscher des Zweiten Weltkrieges, der Amt und Würde nicht verlor, trotz der politischen Katastrophe, in die er verstrickt war. Er ist übrigens der erste Tenno, der sich filmen ließ. Und diese seltenen Aufnahmen aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts lassen erahnen, was es heißt, Kaiser von Japan zu sein. Politisch weitgehend machtlos, aber vom Volk unendlich verehrt. Das fleischgewordene Symbol der ältesten Dynastie der Welt. Ja, die Enkel der Sonnengöttin sind politisch machtlos. Aber gerade deswegen anpassungsfähig in allen Stürmen der Geschichte.
Wenn der Schwertmeister Miyamoto Musashi durch Japan zieht, sieht er gewaltige Burgen. Sie zeigen ihm die Macht jener Fürsten, die sie errichtet haben. Hinter ihren mächtigen Mauern verbergen sich streng bewachte Tore, geschützt durch Schießschachten. Musashi folgt einem Labyrinth von Wegen. Überall wäre der eindringende Feind hilflos den Geschossen der Verteidiger ausgesetzt. In diesem Irrgarten aus engen, geneigten Gassen würde jeder Angriff ins Stocken kommen. Im innersten Bereich, hinter eisenbeschlagenen Toren, Japan gefunden hat, verbinden sich Schwertkampf und Meditation zu einem geistigen Weg. Man nennt ihn Zen. Er soll die Schüler ins Innere führen. Die Zen-Mönche, wie der legendäre Takuan, werden zu Lehrmeistern der Schwertkämpfer. Sie wollen Körper, Geist und Seele zusammenführen und sie von nutzloser Angst befreien. Sie lehren die Achtsamkeit in allen Dingen und werden die japanische Kultur damit tief prägen. Seit damals ziehen die buddhistischen Tempel vieler Schulen die Menschen in Japan an, mit tiefer Versenkung und geheimnisvollen Riten. Die Japaner haben die neue Religion angenommen, ohne dafür mit ihrem alten Glauben zu brechen. So vereinen die Menschen im Reich des Shogun die Lehren des Buddha mit der Verehrung uralter Naturgottheiten. Beide existieren nebeneinander und miteinander. Als der Buddhismus ins Land kam, vereinte man ihn einfach mit der alten Religion, die man Shinto nennt. All die Erdbeben und Stürme, die Japan immer wieder treffen, sah man als Ausdruck göttlicher Kraft, ebenso wie die Schönheit des Landes. Das war die Wurzel des alten Shinto-Glaubens. Schwere und mühsame Arbeit ist es, den lebenswichtigen Reis in diesem kargen Land anzubauen. Die Bewohner Japans sind dabei auf den Beistand der Naturgewalten angewiesen. Nur schwer können die Menschen dem wilden, harten Inselreich das Leben abringen. Zwei Drittel der Fläche Japans sind unfruchtbare und unzugängliche Gebirge. Für die Bauern bedeutet das nie endende Mühe. An zahllosen Schreinen in der Natur verehren sie ihre alten Götter. Sie richten ihre Bitten an heilige Berge, Quellen oder Bäume und an die Gottheiten, die darin wohnen. So bitten sie um Beistand für ihr schweres tägliches Leben, um Erfolg für ihre Unternehmungen und um Trost für erlittenes Leid. Noch heute folgen Shinto-Priester in den heiligen Schreinen diesem uralten